Vorsicht, Krankenversicherungsfalle beim Rentenantrag. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe meinen Rentenbescheid für die Altersrente oder für die Erwerbsminderungsrente erhalten und ich staune nicht schlecht. Die Rentenversicherung verweigert mir meine kostengünstige Krankenversicherung der Rentner. Da ich schon so wenig Rente bekomme, muss ich mich jetzt freiwillig bei meiner Krankenkasse versichern. Ich verstehe nicht, warum das so ist. Wie ist das so gekommen? So oder so ähnlich klingen die Anfragen auf rentenbescheid24.de, wenn es um die Frage geht, ob ich als Rentner Anspruch auf die kostengünstige Krankenversicherung der Rentner habe. Abgekürzt heißt das KVDR. Die KVDR ist eine gesetzliche Krankenversicherung, eine Pflichtversicherung. In diese kommt der Rentenantragsteller, wenn er zum Zeitpunkt des Rentenantrags in der zweiten Hälfte seines Erwerbslebens 90% oder zu 90% Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung war. Die Mitgliedschaft kann als freiwilliges Mitglied gewesen sein, als Pflichtmitglied oder in der Familienversicherung. Er muss diese Zeiten nachweisen. Liegen diese Vorversicherungszeiten beim Rentenantrag nicht vor, dann gibt es keinen Anspruch auf die KVDR. Damit auch nicht auf die günstige Krankenversicherung mit nur 7,3% Krankenversicherungsbeitrag, den Sie dann aus der Rente bezahlen müssten, und der hälftigen Übernahme des Zusatzbeitrags durch die Rentenversicherung. Folge ist, dass Rentenbezieher, die nicht in der KVDR sind, oft hohe Beiträge an eigener Krankenversicherung, also an die eigene Krankenkasse zahlen müssen als freiwilliges Mitglied, und zwar aus allen Einkommen bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Und glauben Sie mir bitte eins, das kann richtig teuer werden. Zum Ausschluss kommt es oft, weil viele Versicherte zum Beispiel ihre Kinder, leiblichen Kinder, der Krankenkasse nicht angegeben haben. So zum Beispiel, wenn die eigenen Kinder zur Adoption freigegeben wurden oder im Scheidungsfall die Kinder von anderen Eltern erzogen worden sind. Wer Mutter oder Vater eines eigenen Kindes ist, bekommt, egal ob er das Kind erzogen hat oder nicht, oder in eine andere Familie übergeben hat, pauschal pro Kind 3 Jahre Vorversicherungszeit für die KVDR angerechnet. Daher bitte alle Kinder angeben, auch die, die Sie unehelich haben und aus Scham vielleicht vor Ihrem Partner verschweigen wollen oder verschweigen müssen. Sie brauchen keine Sorge zu haben, wenn Sie das der Krankenkasse mitteilen, wird die Krankenkasse das natürlich nicht Ihrem Ehepartner auch noch prüfwarm servieren. Auch eine hauptberuflich selbstständige Tätigkeit neben der Rente oder Einkünfte aus einer Beschäftigung, die über der Versicherungspflichtgrenze liegen, führen dazu, dass beim Rentenantrag die Krankenpflichtversicherung der KVDR abgewiesen wird. Eine hauptberuflich selbstständige Tätigkeit neben Rentenbezug ist ein gesetzlicher Tatbestand der Freiheit von der Versicherungspflicht. Oft sind auch Erwerbsminderungsrentner noch nicht in der KVDR versichert. Ich betone das Wort noch nicht. Diese Rentner müssen aus meiner Sicht aber nicht den Kopf in den Sand stecken, weil zum Beispiel bei einer Umwandlung der Erwerbsminderungsrente in eine Altersrente die Deutsche Rentenversicherung in Zusammenarbeit mit der zuständigen Krankenkasse erneut prüfen muss, ob die Voraussetzungen für die KVDR vorliegen. Oftmals ist es so, dass Erwerbsminderungsrentner und Erwerbsminderungsrentnerinnen viele Jahre freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen Krankenkasse sind. Und genau diese Zeiten zählen dann bei einem Altersrentenantrag als Vorversicherungszeit für die KVDR mit dazu. Und deshalb sage ich, diese Zeiten retten sozusagen den EM-Rentner dann später bei der Umwandlung der EM-Rente in eine Altersrente oder auch gegebenenfalls bei einem sogenannten Weitergewährungsantrag, weil bei einem Weitergewährungsantrag auch erneut die Voraussetzungen für die KVDR zu prüfen sind. Wir können nur jedem Rentenantragsteller dringend davor warnen, bevor Sie einen Rentenantrag stellen, bitte prüfen Sie und rechnen Sie nach, ob die Vorversicherungszeiten ausreichen. Ob Sie die Vorversicherungszeiten in der KVDR erreicht haben und ob es Gründe gibt, die es vielleicht sogar notwendig machen, den Rentenantrag später zu stellen, damit dann die Vorversicherungszeiten erreicht werden können. Und wenn es nicht anders geht, nicht vergessen,
Wenn Sie nicht in die KVDR reinkommen, stellen Sie bitte bei Rentenantrag einen Antrag auf den Beitragszuschuss zur Krankenversicherung nach § 106 SGB VI. Und zwar am besten gleich mit im Rentenantrag. Da gibt es eine direkte Frage, dann machen Sie ein Kreuz rein und dann Unterschrift und dann schicken Sie das zur Rentenversicherung. Damit, mit diesen Tipps und Hinweisen, umgehen Sie die Krankenversicherungsfalle beim Rentenantrag. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.